wie er gesagt hat. Oh, guck mal, hier haben sie zugemauert. Das war nett. Also eine Etage, die es gar nicht gibt, ja? Hallo, Cecilia. Der diente in der Marine der Kaiserin. Aber es gab irgendeinen Zwischenfall mit dem Lordregenten, sodass er gehen musste. Okay. Hallo. Da gibt's auch nix. Kor, wo ist Gemächt? Och, das ist mein Zimmer. Lydia, ich kann nicht schlafen. Okay. Das ist nicht die Lydia, die ich suche. Was machst du in meinen Gemächern? Ich frag ja nur. Hast auch nichts zu tun und läufst hier einfach mal wild umher, das ist okay. Heilkräuter nehmen wir mit. Jetzt wieder nach draußen ins Geländer. Ich hab den nicht begrapscht, ich wollte hier nur mal vorbei, so. Okay. El Dach, El Grande. Gut, wir müssen eigentlich da hinten irgendwo hin. Hui! Fallschaden confirmed. So, Piero. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Oh nein, nicht der Walöltank. Ich kann einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere. Vorsichtig. Das Öl ist instabil. Große Sauerei, wenn es explodiert. Okay, was kann ich am Schleifstein machen? Und jetzt die Nase ran. Und da einfach mal Hand zwischenhalten. Eine Sternenkarte Südhimmel. Nehmen wir mit. Man weiß ja nicht. Auch hier, ne? Für Leute, die nicht artig sind, einfach mal Kopf rein und gut ist. Gut, also von oben, ja? Von hier oben oder was? Ich glaube, ne? Oh, Heilkräuter. Dose mit Gedöns. Ein Buch. Eine zweite Lösung. Auszug aus einer Reihe von Zeitungsartikeln mit prominenten Naturphilosophien oder Philosophen. Hier Piero Joplin. Es liegt nicht an mir, dass der Durchschnittsbürger Sokolovs Elixier meiner eigenen Formel vorzieht, die als Pierus Arznei erhältlich ist. Ein Name, den ich nicht selbst gewählt habe, wenn Sie es genau wissen wollen. Punkt. Die Öffentlichkeit hat ihre übliche Botschaft der Idiotie gesprochen. Mit dem Geldbeutel wählt sie Sokolovs Formel statt meiner eigenen, welcher meiner Meinung nach mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch wirksamer ist. Viel wurde über die Beliebtheit dieser Gebräuche als Mittel zur Erhöhung des Widerstandes gegen diese bemerkenswerte neue Seuche geschrieben. Ich sage bemerkenswert, weil dieser Stamm mit einer Effizienz ans Werk geht, die wir in der ganzen Geschichte des Kaiserreichs noch nicht gesehen haben. An diese Seuche, die jetzt durch die Straßen von Dunwall rast, kommt keine andere heran. Ich habe studiert, was sie im Blut der Infizierten anrichtet. Und es ist nahezu perfekt oder sogar elegant. Und während es stimmt, dass Pierus Arznei und Sokolovs Elixier bekannterweise gleichermaßen den Körper gegen die Seuche schützen, besitzt meine Mischung Zutaten, die noch nicht komplett erforscht sind, aber die sich an Geist und Seele richten. Und dadurch gewinnt meine Formel dann doch. Hier sollte das Interesse des Zuschauers geweckt worden sein. Denn, wie Sie sehen, ist Sokolovs Elixier mit einem Schwerpunkt auf einem brachialen animalischen Körper eine krasse Schmiere, die sich besser für Vierzüge eignet. Die feine und geheime Varianz in den Wirkstoffen stellt sicher, dass Pierus Arznei sich an jene höheren Funktionen richtet, die uns von den geistlosen, blaukiefrigen Hexenfischen unterscheidet, die in Wenhaven herumschwimmen. Da ist doch einfach nur jemand neidisch, dass die Verkäufe von jemand anderem besser angekuppelt werden. Pierus Anfrage wird nicht stattgegeben. Piero, nein. Ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerstoßener Kristalle, thyvianisches Erz. Warum können Sie nicht die wunderbaren Metalle von Crystal nutzen? Federn von Kingsbarrow? Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in Ihren Kopfkissen nach. Vielleicht haben Sie in der Akademie alles automatisch und ohne Prüfung bekommen, aber das hier ist mein Unternehmen oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum noch Öl, Essen, Elixier, Baumaterial und alles andere. Also müssen Sie sich etwas einschränken.
Solange ich die Rechnung bezahle, werde ich Ihre Einkäufe nicht abzeichnen, solange sie nicht absolut notwendig sind. Kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor die Tür und sammeln Sie sie selbst. Halb Dunwell liegt in Trümmern, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie sich das alte Zeug nehmen. Admiral Havelock oder Havelock? Wird schon. Okay. So, noch ein Buch. Eine Wahlvivisektion. Auszüge aus den Notizen eines Naturphilosophen unterwegs auf einem Walfänger. Bemerkenswerterweise besaß jedes Wesen, das zu studieren mir auf dieser Reise vergönnt war, geringfügige physiognomische Unterschiede. Östlich von Tyvia auf dem zweiten Abschnitt unserer Reise erlegte die Mannschaft ein Weibchen etwa 42 Fuß lang. Meinen Schätzungen nach wog es etwa 35 Tonnen. Das Schiff lag tief im Wasser und wogte die ganze Nacht hin und her, während das Weibchen mit dem Tode rang. Im Kerzenschein führte ich meine Vivisektion durch, zeichnete Skizzen und machte Notizen unter lautem Gebrüll, schnitt ich in die Tentakel um den Mund des Weibchens. Darin fand ich viele Zahnreihen und eine Barte im Oberkiefer. Ich vermute, dass durch diese siebartige Struktur Nahrung aus dem Wasser gefiltert wird, die das Tier mit seinen Zähnen nicht kauen kann. Nee, halte ich für unwahrscheinlich. Und noch mal Bücher. Oh Gott, das sind so zwei Bücher. Oh Gott, hier bei den Stapeln sind immer zwei. Kein Wunder, dass ich Band 1 nicht finden konnte. Totenzähler, Funktion und Verantwortung. Auszug aus einem Handbuch über neue Vorgehensweisen der Stadtwache. Aufgrund der immer größer werdenden Seuchenkreise hat der Lordregent die Position des Totenzählers geschaffen, die nur von Junior-Offizieren oder Offizieren mittlerer Ränge bekleidet werden kann. In den meisten Fällen, in denen ein Erlass oder eine Ausgangssperre vollstreckt werden muss, unterstehen die betreffenden Offiziere dem derzeitigen Offizier vom Dienst. Jeder Totenzähler hat jedoch in Situationen die Befehlsgewalt, die mit der Seuche und der Abfertigung der Toten zu tun haben, inklusive der Personen, die unter fortgeschrittenen Symptomen leiden, im Volksmund Weiner genannt. Ab dem Monat des Regens können sich Offiziere zu einem Eignungstest anmelden und nach Bestehen einer zweiwöchigen Einführung teilnehmen. Die Position wird mit Gold und Elixierration von 1,5-facher Qualität vergütet. Okay. Dann hier noch fehlgeschlagene Experimente. Auszug aus einer Vorlesungsreihe über die Naturphilosophie gehalten von Piero Joplin. Der hat viel gelabert, oder? Natürlich habe ich versucht, Sokolovs Entwürfe zu verbessern. Selbstverständlich. Und warum auch nicht? Es ist schließlich mehr als wahrscheinlich, dass seine Gedanken von unserer gemeinsamen Zeit an der Akademie beeinflusst worden sind. Und sei es auf noch so eine kleine Art und Weise. Wir sind alle Teil einer Gemeinschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Mysterien des Kosmos aufzudecken. Selbst jene unter uns, die mit größtem Verstand gesegnet sind, werden oft von, sagen wir, intellektuell minder begabten Menschen zu ergiebigen Resultaten geführt. Sokolov ist da keine Ausnahme, auch wenn er sich bei den Edelleuten seines Genies rühmt. Darüber hinaus ist es wahr, viele meiner Experimente sind fehlgeschlagen. Darüber muss keiner der Zuhörer in seinen gesellschaftlichen Zirkeln oder den Räumen der Akademie lästern. Großer Ehrgeiz erfordert Risiken. Sie mögen über meine Tür zum Nirgendwo lachen, aber eines Tages werden sie es nicht mehr tun. Sie wird für ihre Kinder höchstwahrscheinlich so selbstverständlich sein, wie es heute das elektrische Straßenlicht für sie ist. Aber noch vor ein paar Jahren hätten sie über Sokolovs Blitzpfeiler oder Lichtwand gelacht. Ihre Gelächter, ihr verächtliches Grinsen. Sie sind nicht mehr als der Beweis für ihr eigenes begrenztes Vorstellungsvermögen. Ja, lachen über das Unverständliche, ne? Die Verarbeitung von Walöl, ganz wichtig. Auszug niedergeschrieben von Ebenezer Greaves, dem Gründer von Greaves Walhaus. Auf hoher See halten sie die Bestie mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und von zahlreichen kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen, wird ein großer Haken durch den Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, und wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann in ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven.
Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunwell, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneiden die fettigsten Teile der großartigen Kreatur ab, während sie noch am Leben ist. Brutal. Brutal wie und je. Walöl-Füllstation. Sokolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in die Nähe der Öltank-Auffüllstation gebracht wird, sollte eine magnetische Vorrichtung den Tank greifen und ihn in der richtigen Position festmachen. Mit dem Hebel startet man dann den Auffüllvorgang. Wenn das Auffüllen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden und er ist einsatzbereit. Gefüllte Tanks müssen mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar hat die Greaves Oil Company zur Abwechslung einmal etwas richtig gemacht. Okay. Audiograph-Spieler. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen, einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Na dann. Okay, da haben wir den Tank, den wir gleich rüberbringen sollen. Da liegt aber noch Geld. Hier haben wir einen leeren Tank auswerfen. Aha, ein leerer Tank. Was haben wir hier für eine Tür? Kann ich nicht öffnen. Was brauche ich da? Pieros Werkstattschlüssel erforderlich. Okay, gut. Leeren Tank befüllen, was? So. Ah, okay. Okay. Dann ganz kurz fallen lassen. Ich sollte ja vorsichtig damit umgehen. So. Magic. Okay. So. Perfekt. Wie viel Lesekram aber auch, ne? Ist Wahnsinn. Einfach in die... Perfekt. Vielen Dank, Corbo. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Nee. Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann auch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Okay. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren. Gucken wir uns mal an. Wir könnten Armbrustbolzen und sowas kaufen. Das ist super. Kabelwerkzeug. Verbesserung. Verbesserung ist, glaube ich, das Wichtigste. Armbrustpräzision, Armbrustreichweite, Armbrustnachlader, Kampfbetäubungsbolzen. Pistolenverbesserung, Springminenradius, Schwerthärtung. Das ist, glaube ich, so am Anfang, glaube ich, so das Beste, was ich machen kann. Ausrüstungsverbesserung, Maskenoptik 1. Möglich, dir die Sicht zu vergrößern, keine Ahnung. Wie viel haben wir denn? 886. Kugelkapazität ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Artefaktkapazität, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich mache immer die Schwerthärtung, weil wir viel mit dem Schwert wahrscheinlich agieren werden. So, den Rest sparen wir uns, weil wir können eh nichts mehr kaufen. Okay. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ja. Ich möchte mir noch etwas umsehen, bevor ich zu Bett gehe. Nun gut.
Sie müssen es wissen. Sagen Sie mir, wenn Sie noch etwas brauchen. Okay.